Ich heiße Laura, ich spiele Gitarre und singe. Ich singe besser, als ich Gitarre spiele. Und was heißt Projektname? Also das Projekt bin ich. So little time, so much on our minds. You know it's only sport. Well, it's mostly defense, so go on and fight. But don't forget to smile. Don't forget to smile. And I know that I share most of them with you. This life can be a fight, but with you I'm mostly right. And with that in mind, I find it so much easier to do. You know I'm arrogant, and you know I have my flaws. And you know that I share most of them with you. This life can be a fight, but with me I'm mostly right. And don't you think that that makes it easier to do? So little time, so much on our minds. You know it's only sport. At this point it is reflex. Go on and fight. But don't forget to smile. Don't forget to smile. Fangen wir doch einfach mal ganz stupider an. Wie würdest du deinen Stil am besten beschreiben von deinen eigenen Sachen? Meine eigenen Sachen sind total klassische Popmusik, Singer-Songwriter. Also ich bin da auch kein großer Experimentierfreund sozusagen. Also bin ich schon, aber nicht bei meinen eigenen Sachen. Ich weiß nicht, ich schreibe, was mir so einfällt und am Ende kommt immer irgendein Popsong raus. Und gibt es da irgendwelche Einflüsse, die du da irgendwie... Weiß ich gar nicht. Also ich finde, am meisten beeinflusst haben mich alle Bands, in denen ich so gespielt habe, weil ich immer von Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ganz viel gelernt habe. Also so von bekannten Zeug, als ich 16 war, habe ich unheimlich viel Tracy Chapman gehört. Und ich finde, die ist auch, also finde ich bis heute, ist eine der allerbesten Songwriterinnen, die es so gibt. Und ich weiß aber nicht, ob ich sehr ehrlich sagen kann, dass sie mich beeinflusst hat. Also ich glaube, ich bin lange nicht so gut. Das ist vielleicht so das weit entfernte Ziel, wo ich hinstrebe. Da kann man gleich am besten das mal genau erfragen. So, wie hat denn alles angefangen? Also wahrscheinlich nicht direkt auf der Bühne. Meine Eltern haben mich gezwungen, zur Musikschule zu gehen, als ich 6 Jahre alt war. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Ich durfte mir ein Instrument aussuchen. Ich habe mir das ausgesucht, was mir am einfachsten erschien, und zwar Blockflöte. Und meine Mutter hat mich ausgetrickst. Sie hat gesagt, du musst es ein Jahr machen, wenn du dann keine Lust mehr hast, darfst du aufhören. Und dann habe ich nach dem ersten Jahr gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und dann hat sie gesagt, jetzt musst du noch ein Jahr machen. Wenn du keine Lust hast, darfst du aufhören. Habe ich nach dem zweiten Jahr wieder gesagt, dass ich keine Lust habe. Sie hat es wiederholt. Und nach dem dritten Jahr war ich zu faul, um aufzuhören. Und habe das selber weitergemacht und habe also am Ende 6 Jahre Blockflöte gespielt. Und dann
war ich 12 und dann wollte ich was Cooleres machen und habe zu Saxophon gewechselt. Und das war aber alles, also ich habe Musik zwar gemocht irgendwie, aber es war schon so eine Pflicht. Das gehörte so zu meiner Ausbildung dazu, also wie Schule, wie Hausaufgaben machen. Hm. Aber so mit 12, 13 hat sich das ein bisschen geändert, weil mein großer Bruder, der ist, mein ältester Bruder ist 7 Jahre älter, der ist Musiker und produziert auch und der hat mich, der hat dann beschlossen, dass er seiner Schwester jetzt die Welt der Musik eröffnet und hat also angefangen, mich mit auf Konzerte zu nehmen und sie haben so zusammen Sachen gemacht und hat mir ein bisschen Gitarre beigebracht und da habe ich gemerkt, ach, Musik kann auch cool sein, ja, es muss nicht so dieses in der Musikschule und scheiße, ich muss Flöte üben zu Hause. Und dann hatte ich auch einen ziemlich coolen Saxophonlehrer, der so seine Schüler in wie Bands zusammengefasst hat. Also wir hatten so ein Saxophonquintett und er hat uns Gigs organisiert und da hatte ich zum ersten Mal dieses Bandgefühl. Also dass man zusammen so in den Bus steigt und irgendwo hinfährt und ein Konzert spielt und danach noch cool zusammen rumhängt. Und das habe ich sehr, sehr gemocht. Also ich war von Anfang an eigentlich eine Bandperson. So kam ich zur Musik. Durch diese Arbeit in dem Quintett oder im Quartett oder im Trio haben wir gemerkt, wie schön das sein kann, weil gerade so ein Instrument wie Saxophon ist, wenn man es alleine spielt, immer so, naja. Und wenn man es dann mal mit einer Band zusammen macht oder auch nur mit 4 anderen Saxophonen, hat es gleich einen ganz anderen Drive. So. Also es macht viel mehr Lust darauf. Und das, also ich, das klingt jetzt cooler, als es war. Es war nicht cool, ja. Unsere Gigs waren mehr so irgendwie 15.30 Uhr, eine halbe Stunde vor irgendeiner Gewerkschaftsversammlung spielen oder so. Aber es war so der Anfang dieser Erfahrung. Also dieses wirklich wir als Band, wir zusammen als Gruppe fahren irgendwo hin und haben dann Auftritt. Did I make you walk the plank, or did you jump ship? At this point, who cares? I know you're out there in the world doing your evil shit, and I'm less than disturbed. I cut you out of my own flesh, and sure it hurt like hell, but I'll be better off. Even with that scar in my face, I'm more beautiful than ever. You're still tasting rough. One by one, we're all done. Strangers walking off into the night. One by one, we're all done. And the last one turns off the light. Cannot choose your family, and sure enough you were my brother, as disturbing as that may seem. You heeded to the mermaid's call, and I knew that she would kill you at the first chance she could see. If only I could swim like you, I would have followed you through the oceans all the way into your doom. But now tell me, what's her secret? Is it her beauty or her silence? Or the painful look she threw. One by one, we're all done. Stranger things have happened in the night. One by one, we're all done. And the last one turns off the light. Rats are the first to leave and the captain stays last. That's how it's always been done. And now he's standing on that deck, watching his family dissolve, and the tears are starting to run. Oh, what a mighty ship it's been, but it's too late to save it now. We have gone too far ahead. And now we're sleeping with the fishes, while the mermaid is still singing, mourning me and mourning the dead.
One by one, we're all done. Strangers walking off into the night. One by one, we're all done. And the last one turns off the light. One by one, we're all done. Stranger things have happened in the night. And I've waited for bigger things, but the last one turns off the light. Ja, damit wird es ja logischerweise nicht geendet haben. Also da kann man dann irgendwann wahrscheinlich so die ersten dann richtigen Bands. Genau, also die erste richtige Band-Erfahrung kam auch über den Umweg Saxophon, weil an meiner Schule gab es vor meiner Zeit mal eine Big Band, die war auch relativ bekannt oder ja, renommiert. Und das war die Helmholtz, also ich war auf dem Helmholtz-Gymnasium, das war die Helmholtz Big Band. Obwohl, die hatten vielleicht sogar einen Namen, aber an den kann ich mich nicht erinnern. Das war, wie gesagt, vor meiner Zeit. Und der Musiklehrer, der das gemacht hat, der ist verstorben. Und danach hatte die Schule ein paar Jahre keine Big Band. Und dann haben zwei Freundinnen von mir aus meinem Jahrgang beschlossen, eine neue zu gründen. Die eine war Saxophonistin, ist auch tatsächlich inzwischen Saxophonistin. Die hat das studiert, die macht es jetzt beruflich. Die andere hat Klarinette gespielt. Und die haben es gegründet und haben mich mit reingeholt, weil ich weit und breit die Einzige war, die Tenorsaxophon gespielt hat. Irgendwann haben wir beschlossen, wir nehmen mal einen Titel ins Programm, wo man singt. Wir brauchen jetzt mal jemanden, der das singt. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und dann mit der Zeit wurde ziemlich offensichtlich, oder ich konnte es nicht mehr verstecken, dass ich echt nicht gut Saxophon spielen konnte, aber relativ gut singen konnte. Und so hat sich es gewandelt, dass ich irgendwann nur noch gesungen habe und mein Saxophon eigentlich zu Hause gelassen habe. Und damit war ich plötzlich Sängerin von der Band. Und wir hatten so ein paar Gigs und ein sehr erfolgreiches Engagement im Sinne von Geld. Wir haben nämlich, ich weiß gar nicht wie, aber wir haben es geschafft, an so eine reguläre Mucke ranzukommen im Autohaus, irgendwo da hinten an der Schnellstraße. Die haben regelmäßig so eine Veranstaltung gehabt, Sportler zum Anfassen, wo immer berühmte Sportler hinkamen, die dann so vor Publikum interviewt wurden. Und wir wurden da als Band angeheuert und haben da immer so in den, also wir haben so den Eye of the Tiger gespielt, wenn der Sportler reinkam und wenn er rausging, und ansonsten immer so in den Pausen so 15 Minuten Musik gemacht. Und das war extrem gut bezahlt, dafür, dass wir eigentlich echt scheiße waren. Also ich weiß noch, mein großer Bruder hatte damals eine Rockband, und als ich ihm gesagt habe, wie viel Geld wir dafür kriegen, hat er gesagt, so viel Geld hat er in seinem ganzen Leben noch nicht für einen gekriegt. Also es war jetzt auch nicht so viel, es war, weiß ich, 500 Mark oder so, keine Ahnung. Aber also trotzdem einiges da, mehr als manche Bands heute schon kriegen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also das war sozusagen die erste, auch etwas traurige Lektion, die ich gelernt habe, war, als Coverband verdient man immer mehr Geld, als wenn man eigene Sachen spielt. Und wir wurden halt so als Mucke angeheuert. Aber es war natürlich eine coole, also es war einfach eine gute Übung. Also wir waren auf keinen Fall eine gute Band. Aber ich glaube, das ist sowas, wo jeder auch, das muss jeder mal gehabt haben. Also jeder, der Musik macht, hat irgendwann am Anfang gerade so, und ich war da 15 oder so, ja, hat da irgendwann mal eine Band, die nicht so gut ist. Das ist einfach eine ganz natürliche Entwicklungsstufe, wo man so Lektionen lernt und lernt, auf der Bühne zu stehen und wie geht man mit allen möglichen, mit Publikum um und so. Und das war auf jeden Fall cool. Und das Ende der Geschichte war, dass da gab es Leute sind, der Leiter hauptsächlich, der ist weggezogen, weil er Abi gemacht hat und ist zum Studium weggegangen, und dann waren wir so ein bisschen kopflos und dann zerfiel das so, wie es oft ist bei solchen Bands. Jetzt die nächste Band an. Quasi. Okay, gehe die Geschichte durch, dann. Ich war mit 16 ein Jahr im Ausland. In der Zeit habe ich, also weil ich da halt alleine war und meine Mutter hat darauf bestanden, dass ich meine Gitarre mitnehme. Damals habe ich noch gar nicht so viel Gitarre gespielt, aber sie hat am Flughafen gesagt, du nimmst sie mit, weil du wirst sie brauchen, weil irgendwann bist du ganz alleine. Und sie hatte absolut recht, weil ich war extrem alleine. Also meine Gitarre war da ein guter Gefährte. Und habe in der Zeit so richtig angefangen, Songs zu schreiben. Ich habe schon vorher 2-3 Lieder geschrieben, aber so in der Zeit in Ghana mit 16 habe ich ein paar mehr geschrieben und so ein Gefühl gekriegt für Songwriting.
Und dann kam ich zurück, habe so Gelegenheitsprojekte gemacht, habe auch selber ein bisschen weitergeschrieben, aber nicht viel. Und dann die nächste echte Band, die ich hatte, und das ist die Band, wo ich heute sagen würde, das war meine erste richtige Band, war Zaun Zero. Das ist eine Potsdamer Hip-Hop-Band. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Also die gibt es nicht mehr, aber... Nicht wirklich, aber... Von wann bis wann waren die so in etwa aktiv? Das war 2003 bis 2006 vielleicht. Okay, es war noch ein bisschen so vor meiner richtigen aktiven Band. Okay. Nee, das war so, dass... Also ich habe zwei große Brüder und der Älteste heißt Robert, der Zweitälteste heißt Felix. Und Felix hat ein paar Freunde so aus Schulzeit, also hat er immer noch, die so in den Hip-Hop-Gefilden unterwegs waren. Und die wollten eine Platte machen, also es war ein Rapper und ein DJ. Der Rapper heißt Elixir, also der hat die Bühnennamen, und der DJ heißt DJ A-Beat. Genau, also dieser Rapper und DJ, die Freunde von meinem Bruder Felix waren, haben sich also vertrauensvoll meinen großen Bruder Robert gewendet und haben gesagt, lass uns mal eine Platte machen, zu dritt. So, Robert ist, wie gesagt, produziert Platten und spielt auch selber mehrere Instrumente. Und die haben das so gemacht aus Spaß und haben sich so in seinem Wohnzimmer hingesetzt und an dieser Platte gebastelt. Und zu der Zeit hing ich jeden Nachmittag in der Wohnung von Robert rum, weil ich immer auf meinen Bus warten musste nach Hause. Und hing da mal rum und habe Gilmore Girls geguckt. Und eines Tages brauchten die mal eine weibliche Stimme bei irgendeinem Track. Und sind halt einen Raum weitergegangen, meinen, hey Laura, komm mal rüber, sing das mal kurz ein. Und das habe ich gemacht und dann war ich in der Band. Und dann waren wir zu viert. Und wir haben ein Album produziert, bevor wir überhaupt einen Gig hatten. Hm. Also unser allererstes Konzert als Zaun Zero war unsere Record Release Party, die wir im damaligen Spartakus gefeiert haben, als es da noch in der Breiten Straße war. Dieses Album war Der Star ist die Mannschaft, heißt es. Höre ich immer noch gerne, finde ich total geil. Also Zaun Zero war immer eine sehr umstrittene Band. Also es gab ganz viele, die uns ganz furchtbar fanden. Und gerade so Hip-Hop-Leute, der kann überhaupt nicht rappen und er hat voll keinen Flow und ihr habt überhaupt keine Street-Credibility und so. Und dann gab es die Leute, die uns einfach total super cool fanden. Gerade die gesagt haben, ich höre ja eigentlich keinen Hip-Hop, aber ihr seid so lustig. Hm. Ich finde bis heute, ist eine geniale Band. Wir haben also zu viert dieses erste Album gemacht, hatten dann ein paar Gigs, die Band wuchs immer weiter an. Der Höchststand war irgendwann 11 Leute, weil wir hatten dann wirklich, also wir haben Hip-Hop mit einer Live-Band gemacht. Und das war ganz großartig. Also das war in vielerlei Hinsicht eine ganz wichtige Band für mich. Es war so das erste Mal mit eigenen Sachen, weil es war nichts Gecovertes dabei, natürlich Hip-Hop. Konnte mir viel ausdenken. Ich habe aber auch gelernt, mich zurückzunehmen, weil in so einer 11-Mann-Band steht man nicht im Mittelpunkt, das ist einfach so. Also viel Probenzeit geht auch damit drauf, einfach in der Ecke zu sitzen und zu warten. Ich habe erste und wichtige Erfahrungen gesammelt, was Aufnehmen angeht, weil wir diese zwei Platten gemacht haben. Und vor allen Dingen die unschätzbare Lektion, wie geht man mit einem Publikum um, was einen nicht mag. Also ich finde so, jeder Mensch, der auf der Bühne steht, sollte auch früher oder später mal das Erlebnis haben, so richtig, also auf Englisch sagt man to bomb, also so richtig überhaupt nicht anzukommen. Gab es da einen bestimmten Gig, bei dem es wirklich so richtig übel... Also es gab mehrere, sind wirklich ein paar Mal extrem durchgefallen. Das macht einen halt angstfrei. Also wenn man das einmal erlebt hat, dann hat man davor viel weniger Angst, weil du weißt ja schon, wie es ist. Hm. Und ich glaube, das absolute Extrem war, als wir mal in einem Jugendclub in der Nähe von Hamburg gespielt haben und wir hatten gerade so die Hälfte des Sets hinter uns von einem größtenteils desinteressierten Publikum. Und da war aber auch so eine Gang irgendwie im Publikum, so ein Mob. Die haben dann beschlossen, die Bühne zu stürmen und angefangen, die Monitorboxen ins Publikum zu treten und haben mir das Mikro aus der Hand gerissen. Und wir haben wirklich, also wir hatten relativ viel Technik auf der Bühne, weil wir auch viel mit Computer-Samples und so weiter gearbeitet haben. Und wir hatten arschteure Keyboards und alles sowas. Wir waren da zu 11, glaube ich, wir hatten auch mal 8 Mitglieder, also es wechselte so ein bisschen, aber wir waren relativ viele Leute und alles, was wir in dem Moment machen konnten, war wirklich nur die teuersten Equipment-Teile
und dann Arm zu klemmen und rauszurennen. So, also weil da kam halt einfach der Mob auf die Bühne und war in Zerstörungswut. Und wenn du das einmal erlebt hast, denkst du, okay, das ist so ungefähr das Schlimmste, was hier passieren kann als Künstler. Also dagegen, jetzt, wenn ich zum Beispiel vor dem Publikum stehe, was irgendwie Desinteresse zeigt, das kratzt mir nicht mehr. Solange die meine Sachen nicht kaputt machen, ist alles gut. Ja, das war Zaun Zero. Ich bin aus Potsdam weggegangen nach dem Abitur und habe aber tatsächlich Zaun Zero noch, also sozusagen 2 Jahre behalten, so Fernband. Fernband ist anstrengender als Fernbeziehung, kann ich aus Erfahrung sagen. Aber es war mir sehr wichtig und irgendwann ging es aber einfach nicht mehr. Also ich hatte auch nicht vor, nach Potsdam zurückzukommen, irgendwie in nächster Zeit damals. Und habe gemerkt, so okay, das haut nicht hin und bin dann irgendwann ausgestiegen. Mhm. Und kurz danach, also so ein halbes Jahr später, hat auch mein Bruder hat dann ein Kind gekriegt und er war so ein bisschen der Kapellmeister, der das den ganzen Laden auch zusammengehalten hat und dann zerfiel es so ein bisschen. Deshalb gibt es sie nicht mehr, leider. Nächster ist Maybe. Gibt es eine Geschichte zu Maybe? Hm? Hä? Weißt du das schon oder was? Nö. Achso. So ausgerechnet bei dem fragst, ist witzig. das ist ein ganz altes Lied, das habe ich vor 10 Jahren geschrieben, als ich noch in der Schule war. Da war ich in einen Kumpel von mir verknallt. Und das Lustige ist, wir sind immer noch befreundet und er weiß, dass es dieses Lied gibt, aber er hat es nie gehört. Und ich denke, es ist vielleicht auch ganz gut so. Obwohl inzwischen ist es ja lustig, jetzt ist es ja 10 Jahre her. Jetzt könnte ich es ihm eigentlich mal vorspielen. Aber es gibt bis jetzt keine Aufnahme davon. Ja, nur ist jetzt eine Premiere. Genau. Exklusive Voransage. Premiere auf Band. Ja. This is, but sometimes when you look at me, I feel as if my heart skips a beat. I know I'm not your type, and trust me, boy, you aren't mine. But why are we talking about the beauty of my feet?
Hat sich dann hinverschlagen? Warst du schon nach Krakau, oder? Ja, ich war schon einmal in Krakau und wieder zurück zu dem Zeitpunkt. Also ich bin nach dem Abitur nach Krakau gegangen. Damals habe ich aber keine Musik gemacht, wenig Musik gemacht. Ich hatte allerdings mein allererstes Solokonzert in Krakau damals. Das war 2005. Da kam mein Bruder mich besuchen für ein paar Tage und hat gesagt, komm, wir spielen ein Konzert. Und ich war vorher noch nie mit meinen eigenen, also ureigenen Liedern aufgetreten. Bei Sound Zero habe ich zwar teilgehabt am Prozess, also ich habe auch selber mir die Melodien ausgedacht und so Sachen, aber ich habe zum Beispiel keine Texte geschrieben, das hat alles der Rapper gemacht. Und ich hatte so ein Dutzend eigene Lieder, die habe ich immer mal auf Partys gespielt, aber nie so auf einer Bühne. Und damals war das erste Konzert und es war der absolute Horror. Ich habe eigentlich fast nie Lampenfieber. Oder wenn dann so ein bisschen, was so eigentlich cool ist, weil es einen in die richtige Stimmung bringt. Und damals, bei also die 10 Minuten vorher, konnte man mich nicht ansprechen. Das war wie Blackout. Totale, pure Angst. Richtig pure Angst. Ich habe auch die ersten 3 Songs nicht hochgeguckt ins Publikum. Ich habe nur Kopf nach unten irgendwie gespielt. Mein Bruder hat Bass gespielt. Und danach hatte ich aber auch das andere Extrem, war absolutes Hochgefühl. Also ich bin von der Bühne gegangen, dachte, wann kann ich das nochmal machen? Also ich muss auch sagen, Bühne ist für mich echt, das ist wirklich Droge. Also es gibt wenig Dinge, die mich so sehr in dieses absolute Hochgefühl versetzen können, wie ein gelungener Auftritt. Also nicht jeder Auftritt ist so. Es gibt auch Scheißgigs, also wo du merkst so, okay, es passt alles irgendwie nicht und ich bin nicht ganz auf 100%. Aber ab und zu gibt es so die wirklich magisch sind. Und das ist, ich kenne nichts Vergleichbares. Also ich bin aber auch jemand vom Typ her, ich kenne auch viele Musiker, die sich eigentlich davor scheuen. Also die irgendwie geile Musik schreiben, wenn sie zu Hause sitzen, aber dieses Bühnending nicht wirklich genießen. Das ist halt Teil davon und das machen sie so mit. Bei mir ist es anders. Ich liebe die Bühne. Also ich fühle mich auch komplett zu Hause auf der Bühne. So, wenn ich da stehe, weiß ich so, hier bin ich angekommen. Das führt auch manchmal zu Missverständnissen, weil einige Leute glauben, dass ich immer so bin. Auf der Bühne bin ich ziemlich fordernd. Also ich glaube, ich komme relativ aggressiv rüber. Ich bin schon ganz schön Rampensause. Was ich jetzt nicht immer bin, wenn ich einfach so auf eine Party gehe oder so. Ich bin nicht immer im Mittelpunkt des Raumes, überhaupt nicht. Aber da gibt es Verwechslungen. Ich würde da krassen Unterschied machen. Also so meine Privatperson und meine Bühnenpersönlichkeit sind 2 verschiedene Sachen. Und dann nach Krakau bin ich nach Jena gezogen zum Studieren. Und in Jena habe ich angefangen, in einer Funk-Coverband zu singen, namens Who's Black. Das war eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Und ich habe da unheimlich viel gelernt, weil die Typen waren extrem gut. Jeder Einzelne, so musikalisch in dem, was sie machen, waren einige der talentiertesten Musiker, mit denen ich je was zu tun hatte. Und gleichzeitig aber so komplett entspannt. Und das ist was auch, also es ist so ein Problem, was auch ich öfter habe, weil ich, oh Gott, ich komme jetzt ins Arroganz-Territorium. Also ich, was so Gesang angeht, also Gitarre, da bilde ich mir nicht so viel drauf ein oder irgendwelche anderen Instrumente, aber was Gesang angeht, bin ich ziemlich gut. Also ich bin natürlich nicht die beste Sängerin der Welt, aber ich bin besser als Amateurstatus, würde ich sagen. Aber ich habe kein Interesse daran, Musik zu meinem Beruf zu machen. Also ich liebe Musik und ich könnte nicht ohne Musik leben und es ist mehr als nur ein Hobby, es ist definitiv eine Leidenschaft. Aber ich habe das nie als Karriere verfolgt, das war mir schon früh klar und das hat sich auch nie geändert. Und das Problem ist, dass man, wenn man andere Leute sucht, mit denen man zusammenarbeiten will, gibt es ganz oft diesen Konflikt. Man hat die Leute, die wirklich gut sind, die aber dann angenervt sind, wenn du nicht alles reinsteckst und das also zu deinem Job machst, sozusagen. Oder du hast die Leute, die auch das nur aus Spaß machen wollen, aber deutlich schlechter sind als du vom Niveau. Und bei Who's Black, das war ein absoluter Volltreffer. Es war ein Jackpot, weil es waren halt 7 Typen, die alle also teilweise deutlich besser waren als ich in dem, was sie getan haben, aber alle durch die Bank das wirklich nur aus Spaß gemacht haben. Die alle Jobs hatten und Familie und halt einfach einmal in der Woche cool proben wollten. Und wir hatten nur 5 Gigs im Jahr oder so, also das kannst du vernachlässigen eigentlich. Aber wenn man Gig hatten, dann war es immer ziemlich cool. Und Funk war so eine Musikrichtung, die mir vorher nicht so nahe stand. Da habe ich ganz viel gelernt. Also auch so meine Stimme hat sich nochmal in ganz andere Richtung entwickelt.
Das ist cool an einer Coverband. Man lernt viel, weil wenn man Lieder schreibt, tendiert man so dazu, immer die Sachen zu schreiben, die man auch kann. Hm. Man groovt sich so ein in seiner, wie man sagt, so Comfort Zone. Ja? Mhm. Und da hatte ich dann zum Beispiel das erste Mal seit langem wieder diese Situation, dass die mir ein Lied vorgelegt haben, sagen, lern das, und ich musste es wirklich üben. Also meine eigenen Lieder muss ich selten üben. Ja? Die kommen so raus, wie sie sind, und dann singe ich die. Und da haben mir irgendwelche Chaka Khan-Dinger vorgelegt. Da stand ich echt 2 Wochen zu Hause und habe es geübt, bis ich das drauf hatte. Und sowas trainiert natürlich die Stimme und bringt dich so in andere Richtungen, auch in andere Denkrichtung. Und das andere richtig, richtig coole Ding bei Who's Black war, wir haben nach ein paar Jahren so eine Art Gimmick entwickelt, und zwar die sogenannte Zurufband. Wir haben gelegentlich Konzerte gegeben, gedacht war es nur für unsere Freunde, aber da teilweise kamen dann schon ganz schön viele, wo wir gesagt haben, wir sind heute nicht Who's Black, sondern wir sind hier die Jukebox sozusagen. Ihr ruft, wir spielen. Egal was. Und wir haben dann ungeprobt diese Songs gespielt. Also einfach so aus dem Handgelenk. Und das finde ich immer noch beeindruckend. Ich meine, ich finde, aus dem Handgelenk Sachen zu singen, die man so aus dem Radio gehört hat, ist nicht schwer. Selbst wenn du den Text nicht kennst, dann machst du halt lalala oder singst die 3 Zeilen, die du kannst. Melodie merkt sich jeder. Aber dass diese Band, dass die so aus dem Rückenmark diese Dinger nachspielen konnten. Ohne Noten, ohne irgendwas. Und wirklich auf Zuruf und spontan, und es hat geklappt. Da war ich immer wieder beeindruckt. Und wir haben da, also ich weiß noch, das legendärste von diesen Zurufkonzerten, das war im Kaleidosphere, so eine Lagerhalle in Jena, die es inzwischen leider nicht mehr gibt. Da haben wir 3 Stunden am Stück dieses Zuruf-Ding gespielt. Wir sind danach alle auf dem Zahnfleisch gegangen. Also wir waren richtig körperlich fertig. Ja. 3 Stunden ohne Pause stand auf der Bühne und haben einen Song nach dem anderen. Haben dann irgendwann schon angefangen, Leute aus dem Publikum, die, also wenn irgendjemand Spice Girls gerufen hat, die mussten dann auch auf die Bühne und es selber singen. Ja, also es war dann wie Karaoke mit Liveband plötzlich, aber es hat funktioniert. Da habe ich immer noch gestaunt, immer wieder. Ich habe ungefähr 1 Dutzend Jahre lang ohne Capodaster gespielt und dann hat mir irgendwann einer eingeschenkt, seitdem spiele ich fast nur noch mit. So schön. Muss ich über nichts Gedanken machen. Nie mehr Barré, sage ich dazu. Ich versuche jetzt mal ohne Kopfhörer, mal gucken. Where to go? Proud. Oh, where to go from here?
bist dann wieder nach Krakau gegangen? Genau, 2010 war das. Ja, da kam die Band. Also alle meine Bands in meiner Geschichte waren wichtig, so für verschiedene Sachen. Aber ich bin 2010 nach Krakau gegangen, um Praktikum da zu machen und kam an im Januar und kannte keinen und habe einfach im Internet nach Open Mic Nights geguckt, weil ich finde, über Musik lernt man immer ganz schnell Leute kennen. Mhm. Und habe auch eine gefunden und bin dann so, als ich eine Woche da war, zu so einer Open Mic Night gegangen und habe wirklich so, also ich bin da alleine hingegangen und am Ende des Abends hatte ich 12 neue Freunde, so ungefähr. Das ging total schnell und einfach. Ich habe auch an dem Abend selber am Ende irgendwie voll trunken mit drei anderen Leuten Britney Spears auf der Bühne gesungen und Gitarre gespielt. Das ging da irgendwie. Wir hatten so eine... Ich hatte ein Lied geschrieben damals oder kurz davor, was ich eigentlich schon mochte, aber wo ich gedacht habe, ich glaube, ich bin nicht der perfekte Mensch, das zu singen, auch wenn ich es geschrieben habe. Und ich habe an diesem Abend einen Sänger kennengelernt, den fand ich ganz großartig, also seine Stimme fand ich ganz großartig. Und ich habe ihn gefragt, ob er das für mich mal einsingen würde. Und dann haben wir uns verabredet bei einem dritten Freund, der heißt Phil, ist aus Irland, ist einer meiner besten Freunde und ein fantastischer Songwriter. Und wir haben uns bei ihm in der Wohnung verabredet, weil er Mikros hatte und Aufnahmetechnik. Und dann hat er gesagt, komm, wir treffen uns zu dritt und du singst mal mein Lied ein. Und zufällig, also wir hatten uns an einem Sonntag verabredet und zufällig kamen noch zwei andere Leute dazu. Irgendwie. Irgendjemand schleppte noch jemand an und irgendjemand schleppte noch jemand an. Und dann saßen wir da zu fünft und haben uns erstmal darüber gefreut, dass wir irgendwie fünf verkaterte Menschen aus fünf verschiedenen Ländern sind und hingen da rum und haben, ohne es so richtig zu wollen oder vorzuhaben, haben wir einen Song geschrieben an dem Tag. Und sogar einen, der gar nicht so schlecht war. Und dachten, das ist ja komisch. Das machen wir nächste Woche wieder. Und dann haben wir uns wieder Sonntag getroffen und wieder. Und dann hatten wir zwei Songs. Dann haben wir die mal bei einer Open Mic Night gesungen. Da haben wir dann noch eine Geigerin kennengelernt, Theresia. Die haben wir einfach auch noch mit dazu genommen. Und dann waren wir sechs Leute und plötzlich waren wir eine Band. Das war, ist so ganz organisch entstanden. Wir haben es gar nicht beschlossen, wir gründen eine Band, sondern wir waren einfach sechs Leute, die sich jede Woche getroffen haben und Lieder geschrieben haben. Wir haben uns auch am Anfang immer ganz... Eigentlich total furchtbar, aber wir haben uns immer als Songwriters Collective beschrieben. Sehr viel Wert darauf gelegt, nicht Band genannt zu werden. Und Krakau ist so eine Stadt, die ist ganz, ganz gut zu Musikern, weil man kann da, also man, es gibt sehr viele Auftrittsmöglichkeiten, das ist in Deutschland ja oft nicht so. Und man kann in relativ kurzer Zeit relativ bekannt werden, tatsächlich. Also natürlich nur lokal, so in der Stadt, aber... Wir haben halt, uns gab es vier Monate und die halbe Stadt kannte uns. Ja? Und es gab also irgendwie so richtig Leute, die immer wieder zu unseren Konzerten gekommen sind, auch wenn wir einmal die Woche gespielt haben. Und wir hatten dann schon irgendwie ordentlich Songs und alle so selber geschrieben und alle gemeinsam geschrieben. Und da hat, ich war Ostern, also nach vier Monaten bin ich nach Hause gefahren für eine Woche, um bei meiner Familie zu sein. Und da hat mein großer Bruder wieder, sehr einflussreicher Mann in meiner Musikkarriere, hat gesagt, na, wenn ihr so und so viele Songs habt, komme ich vorbei und nehme ein Album mit euch auf. Da dachte ich, geil. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir tatsächlich so nach sechs, also nachdem es diese Band in Anführungszeichen sechs Monate gab, kam Robert zwei Tage nach Krakau und wir haben ein Album aufgenommen. Und kurz danach bin ich weggegangen. Ich musste wieder zurück nach Deutschland. Ich musste ja noch weiter studieren. Und der andere Hauptsänger ist auch weggezogen. Der ist nach Prag gezogen damals. Und dann waren wir also plötzlich in drei verschiedenen Ländern und haben dieses Album produziert auf Skype. Und da wir ja totale Hippies und ein totales Kollektiv waren, musste auch jede Entscheidung gemeinschaftlich getroffen werden. Also da wurde alles durchdiskutiert. Jede einzelne Bassnote, wie laut oder leise die sein soll. Oder oh, es war ein ziemlicher Höllentrip. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es sogar rechtzeitig zu Weihnachten geschafft. Wir haben tatsächlich die fertig gedruckte, gepresste Platte kam am 23. Dezember in Krakau an. Gerade noch so einen Tag vor Weihnachten einiges verkauft. Aber es gab auch einfach unheimlich viele Probleme. Also es gab ganz viel Stress gerade, der so in diesem Produktionsprozess dann hervortrat. Also das ist so eine Zeit, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wo sich so das Beste und Schlechteste in Menschen zeigt. Und gerade wenn du nicht an einem Tisch sitzt und nicht einfach auch irgendwann mal ein Bier trinken gehen kannst und sagen kannst, ey, komm jetzt mal alle wieder runter, sondern alles so über die Distanz gemacht wird, das kocht sich so hoch. Und es war dann wirklich so, dass wir an diesem 23. Dezember, als die Platte rauskam,
dass mehrere Bandmitglieder zu diesem Zeitpunkt nicht mehr miteinander geredet haben. Und auch seitdem nie wieder. Und das war dann, also wir hatten auch keine Record-Release-Party zum Beispiel, das haben wir nicht hingekriegt. Es gab allerdings nochmal ein kurzes Revival, also zumindest mit 5 der original 6 Mitgliedern, weil ich bin ein gutes Jahr später, also ich bin Anfang 2011 wieder nach Krakau gegangen, für ein paar Monate. Mhm. Und kam an und wir haben auch nochmal 2 Konzerte gespielt, zu 5. Der Hauptsänger war immer noch in Prag. Und das war auch ganz cool, aber dann hat der Nächste angefangen, Stress zu machen. Und dann dachte ich so, okay, ich kann jetzt diesen Kampf aufnehmen oder ich kann es lassen. Und ich habe gerade viel zu tun. Ich habe in der Zeit meine Magisterarbeit geschrieben und war so dabei, mein Studium zu beenden. Und ich habe dann irgendwann zu Phil, also Phil ist so für mich Herz und Seele dieser Band, von ihm kam auch viel, also er hat ganz viel Anteil an dem Songwriting auch gehabt einfach. Mhm. Und ist, wie gesagt, bis heute einer meiner engsten Freunde. Und der, ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, so, du, ich habe gerade keine Zeit dafür. Also ich könnte mich jetzt in diese Auseinandersetzung begeben und es lösen oder nicht lösen oder so. Aber ganz ehrlich, meine Kraft gilt anderen Dingen. Ich habe beschlossen, aus der Band auszusteigen. Nur hat er in dem Moment gesagt, wenn du gehst, gehe ich auch. Und dann haben die anderen zwei auch gesagt, na, wenn ihr geht, dann gehen wir auch. Und dann haben, also das heißt, de facto habe ich die Band aufgelöst, ohne es zu wollen. Also ich habe nicht gesagt, ich löse die Band auf, ich habe gesagt, ich gehe. Aber die Kettenreaktion dann daraufhin war, dass es die Band nicht mehr gab. Ja. Was ja ein bisschen schade ist, aber inzwischen denke ich, das war vorhersehbar. Also wir hatten eine extrem intensive Anfangszeit, einen ganz steilen Aufstieg in kürzester Zeit und sowas lässt sich nicht aufrechterhalten auf Dauer. Nicht, wenn du in verschiedenen Ländern wohnst, also wie gesagt, Fernband anstrengender als Fernbeziehung und nicht ohne so wirklich konstant da Arbeit reinzustecken. Also das ist, glaube ich, was viele Leute auch unterschätzen, wie viel dauerhafte Arbeit und Diszipliniertheit es kostet, sowas am Leben zu erhalten, weil du verlierst dich halt schnell in dem, oh, wir sind so cool und wir haben Groupies oder so, weißt du? Also, wo du so häufig jetzt in Krakau warst, so hast du jetzt so bestimmt einen relativ tiefen Einblick, so was die Musikszene anbelangt, so magst du da irgendwie so ein, zwei Worte zu verlieren, sodass man ein bisschen Eindruck bekommt? Oh, die großartige Krakau-Musikszene. Also die Krakau-Musikszene ist relativ unpolnisch, weil es gibt in Krakau unheimlich viele Expats, so nennt man die da vor Ort, also viele Leute vorrangig aus englischsprachigen Ländern, die in Krakau als Englischlehrer arbeiten und das sind ganz oft so Glücksritter, ja, wie ich sie nenne. Irgendwie so ganz schräge Typen, die da irgendwie gelandet sind. Also inzwischen ist es nicht mehr so, es gab mal eine Zeit in Krakau, da konnte man, wenn man Englisch-Muttersprachler war, einen extrem gut bezahlten Job als Englischlehrer kriegen, quasi ohne Ausbildung. Also die Leute sind da wirklich von der Straße reingelaufen, irgendwelche Traveler, die keine Kohle mehr hatten, in irgendeine Schule. Und dann sagen, ja, hier, ich komme aus Irland, ich brauche einen Job. Hm. Alles klar. So. Das war mal so. Und da gibt es viele, die dann so hängen geblieben sind, weil es halt einfach auch eine coole Stadt ist. Und ganz viele davon sind irgendwelche Künstler. Also mal mehr, mal weniger gescheitert, mal sehr erfolgreich, aber mal erfolgreich gescheitert. Auch das. Und die tun sich so in Bands zusammen, in verschiedenen Kombinationen. Also es gibt auch ganz viele Bands, wo im Grunde die gleichen Leute drin sind, nur halt in anderen Kombinationen. Und da sind immer mal ein paar echte Perlen dabei. Also in der Zeit 2010, als wir die Sunday Sessions hatten, das war eine unheimlich kreative Phase auch so in dieser Stadt. Weil gleichzeitig sind ganz viele Bands entstanden. Also damals wir, Sunday Sessions, dann Dust Bunnies zum Beispiel, eine Rockband, bestehend aus 2 Amerikanern, einem Iren und einem Polen. Wie gab es da noch? Ja, also mehrere Bands gleichzeitig entstanden. Einige davon sind nach einem halben Jahr wieder eingegangen, so wie wir, weil in Krakau hast du auch viele Leute, die dann einfach im Sommer wegziehen. So, weil dann hört das Schuljahr auf und dann das nächste sind die halt in Prag. Aber das Hauptding, also man kann diese Szene jetzt nicht in 3 Worten zusammenfassen, dafür verändert sie sich auch viel zu viel. Ich kann sagen, also die Band, die man auch in Deutschland, die in Deutschland schon viele Leute kennen, die ist damals zeitgleich mit uns entstanden. Wir waren und sind sehr eng befreundet. Damals sind die Sunday Sessions zu jedem Wladimirska-Konzert gegangen und Wladimirska ist zu jedem Sunday Sessions-Konzert gekommen. Eine Band namens Wladimirska, am Anfang mit V geschrieben,
ist eine polnische Band um die kanadische Sängerin und Akkordeonistin Zgosza Gilroy herum, die allerdings auch inzwischen seit, glaube ich, über 10 Jahren in Krakau wohnt. Mhm. Und die sind unheimlich gut unterwegs. Die sind also auch Anfang 2010 entstanden, haben auch ungefähr zur gleichen Zeit ihre erste Platte gemacht wie wir und sind aber inzwischen, und da sieht man die harte Arbeit, haben inzwischen halt irgendwie 4 Tourneen hinter sich, haben auf der Fusion gespielt, haben Down by the River im Berliner Festival gespielt, spielen auch diesen Sommer wieder mehrmals in Deutschland, haben ihre 2. Platte rausgebracht jetzt, haben den Preis der deutschen Schallplattenkritik gewonnen, tatsächlich. Also es war wirklich so eine polnische Band, die man auch in diesem Land jetzt langsam kennenlernt. Und das lohnt sich. Die machen, also selbst sagen sie, Retro-Zirkus-Folk. Das ist also Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug, Bariton, Saxophon und Trompete. Und nach eine ganz, ganz tolle eigene Kombination, nennt so traumhaft Filmmusik-esk. Teilweise mit Gesang, teilweise instrumental. Mhm. Und sehr schön. Ja. Und jetzt momentan meine aktuelle Lieblingsband in Krakau, zufällig die, mit der ich am Samstag zusammenspiele, heißt Seesaw. Das sind 2 Jungs, die Gitarre spielen und singen und super, super klasse sind. Die findet man auch im Internet. Seesaw. Wie die Kinderwippe. Mhm. Also man sollte vielleicht nach Seesaw Kraków suchen. Findet man es besser. I meet you in a bar, you're charming and sexy and worldly, and you've done this a million times, so you know exactly how to get me in your bed. This won't end well, but I'm sure it's gonna be a hell of a ride. So it's all fun and games and dancing on tables until somebody cries. The flood is rising, and before I know it, I suddenly like you just because you look into my eyes. I blame myself, 'cause when it comes to guys like you, I have a tendency to be blind. Yeah, okay, I can see that you're pretty messed up, but what the hell, I like a challenge, and it turns crazy. You're just about right. Flash yourself a pretty face between booze and smoke, dancing around a bar of fight. Tonic playing nasty games. It's been a pain, it's been a blast, honey, whatever. I don't care tonight. At night all cats are gray and candlelight, we all look great. Cherry vodka is tingling down my spine. It feels a lot like love, at least tonight it does. And I can fall, 'cause there's always someone by my side. Ja, dann Richtung Fräulein Niemand gegangen. Fräulein Niemand. Genau, also Fräulein Niemand ist komisch. In meiner Erinnerung ist es irgendwie eine relativ kurzlebige Geschichte, aber so kurz war es eigentlich gar nicht. Also das war in Jena mit Vicky zusammen. Vicky kenne ich schon ganz lange, also wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir haben auch ganz früher schon immer mal so zusammen Musik gemacht. Sie war lustigerweise eine von den Personen, die mich so zum Liederschreiben inspiriert hat, wobei ich glaube, dass sie das gar nicht weiß. Also als ich so 14 war, glaube ich, oder 13, habe ich mal mein allererstes Lied geschrieben und das war so ein bisschen von ihr inspiriert, weil sie hat damals Songs geschrieben und das fand ich cool. Da dachte ich, ey, das kann ich ja auch machen. Und genau, die ist irgendwann auch über Umwege in Jena gelandet und dann haben wir immer mal wieder so bei Partys zusammen gespielt und irgendwie wuchs daraus auch so eine Art Band. Wobei mir das lange, also vom Gefühl kam mir das mehr wie so ein Projekt vor. Ja? Also so als richtig als Band angefühlt hat sich es erst zum Ende hin.
Wir, ja, genau, zwei Frauen, zwei Gitarren, zwei Stimmen. Wir haben viel so zweistimmig gesungen, was echt cool ist, wo ich immer wieder viel Spaß dran habe. Unsere Stimmen passen ganz gut zusammen. Und ich bin dann aber, also inzwischen ist es ja schon, ja, es war 2011, genau, ich war ja dann zum dritten Mal insgesamt in Krakau und dann kam ich zurück und ich war da schon so zwischen Tür und Angel. Ich kam zwar nochmal nach Jena zurück, aber eigentlich nur, um Abschlussprüfung zu machen und war schon mit einem halben Bein wieder weg und so zwischen den Städten und wir haben es aber trotzdem noch hingekriegt, eine Abschiedstournee zu machen mit Fräulein Niemand und haben tatsächlich noch in Jena, Magdeburg, Potsdam, Berlin und auch nochmal in Krakau Konzert gegeben. Zu zweit. Und das war auch cool, aber das war, also ich habe dann schon so gesagt, wenn ich wegziehe, ist es vorbei. Weil Fernband mach ich nicht mehr. Und ich habe so in der Zeit schon, seit ich das genossen habe, schon so ein bisschen mehr an, zum ersten Mal überhaupt an Solo gedacht. Dachte so, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, zum ersten Mal mal echt Solo-Kram zu machen. Da hatte ich eine schöne Unterhaltung mit einem Freund von meinem Bruder, der ist Komponist, produziert auch, ist auch relativ gut im Geschäft und mit dem war ich irgendwann zufällig mal bei einer Open Mic Night in Berlin, aber nur also im Publikum, wir haben uns das mal angeguckt und er hat sich so über meine Musik unterhalten und meinte, er findet die ganz gut und er würde mir da auch mal bei was helfen und so und ich habe immer gesagt, ja, ich weiß nicht, ich zögere da so ein bisschen so alleine, das ist nicht so mein Ding. Und er hat so völlig sarkastisch gesagt, ja, nee, ist klar, du schreibst Lieder und singst und spielst Gitarre, aber bist kein Solokünstler. Und sag ich so, eigentlich hat er recht. Also ich habe mich sozusagen gegen was gewehrt, was ich eigentlich schon längst bin. Ja? Nur, dass ich halt, ich habe zwar, also schreibe schon seit einem Dutzend Jahren Lieder, aber auf der Bühne habe ich immer nur Sachen gespielt, die ich entweder mit anderen Leuten zusammengeschrieben habe oder die andere Leute geschrieben haben. Und ich will damit jetzt anfangen, aber ich traue mich noch nicht, ganz ehrlich. Also, ich zögere noch. So alleine, weiß nicht, macht nicht Spaß. Ja, also ich bin auch so, ich glaube, dass es so in jeder Gruppe von Menschen, ob das jetzt irgendwie Freunde sind oder eine Band oder eine Familie ist, gibt ja so verschiedene Rollen. Mhm. Und ich denke schon, in den Bands, die ich bisher hatte, also ich war da nie unwichtig, ich habe da schon auch immer eine Rolle gespielt, so, um den Laden ein bisschen zusammenzuhalten, aber ich war definitiv nie diejenige, die da nach vorne geprescht ist. So, dafür gab es andere und davon habe ich immer ganz viel profitiert. Also weil, so wie mein Bruder das auch ein paar Mal für mich gemacht hat, also wie eben dieser allererste Solo-Gig damals in Krakau vor inzwischen 7 Jahren, ich hätte es alleine nie im Leben gemacht. Und er hat halt einfach, also er kann es halt auch machen, weil er mein Bruder ist. Jemand anders würde das nicht so einfach machen können, aber der hat einfach gesagt, wir machen das jetzt, Punkt. So, keine Widerrede, ich komme jetzt nach Krakau. Und er ist halt angekommen und dann haben wir dann Gig gespielt, ja. Obwohl irgendwie jede Faser in mir gesagt hat, nein, ich will nicht auf die Bühne. Und das war immer, also ich wurde da immer so ein bisschen mitgezogen von dem Enthusiasmus anderer Leute. Es war auch bei den Sunday Sessions ganz am Anfang so, dass es wir so ein Mitglied hatten, einer Solo-Gitarrist, der da unheimlich Druck gemacht hat und so uns Gigs organisiert hat und Plakate gedruckt und in der ganzen Stadt verteilt und einfach das einfach gemacht hat. Und dann, also ich bin meistens diejenige, die so ein bisschen später dann, also weil es geht so steil nach oben und dann muss man es so ein bisschen halten und das mache ich schon. Also dann auch so wirklich die Arbeit da reinstecken. Aber für diesen Initialenthusiasmus, da bin ich zu nichts zu gebrauchen. Also wenn ich da alleine wäre, würde ich immer noch in meinem Schlafzimmer Gitarre spielen und niemand hätte sie gehört, vielleicht, weiß nicht. Ja, ich glaube, dann haben wir im weitesten Sinne alles durch. Dann können wir quasi zu einer der Standardrubriken in diesem Podcast. Mhm. Du siehst ja diesen magischen Hut hier unten. Oh nein, muss ich irgendwas machen? Nee, doch. Aufsetzen? Doch. Na, das nicht. Dieser Hut ist voll mit Fragen. Okay. Und diese Fragen sind alle nach dem Kriterium zusammengestellt worden. Je blöder, desto bescheuerter. Und ach, schön. Da musst du dir 3 raussuchen und dir beantworten. Okay. Verwendest du die eigentlich wieder, oder? Welche, die zu häufig verwendet wurden, gezogen wurden, die natürlich nicht. Okay.
Wenn du deine Bandkollegen durch Stars austauschen könntest, welche wären das? Meine nicht vorhandenen Bandkollegen, also wenn ich mir Bandkollegen wünschen würde. Stars. Ja, also Tracy Chapman, obwohl, nee, die möchte ich nicht in der Band haben, weil da wäre ich viel zu starr vor Ehrfurcht, um irgendwas machen zu können. Ich würde echt gerne mal mit Dave Grohl zusammenarbeiten, weil der Typ ist einfach riesencool. Also der ist so, unabhängig von der Musik, die er sehr, sehr gut macht, aber der hat so eine Grundentspanntheit, wo ich weiß und Sicherheit weiß, dass es einfach mordsmäßig Spaß machen würde, mit dem was zusammen zu tun. Reicht es? Mhm. Okay, angesichts dessen, dass ich keine Bandkollegen habe. Okay, die Frage hat. Vinyl, CD, MC oder MP3? Ich merke gerade, hier kommen verhältnismäßig häufig die Fragen, die schon irgendwie in den letzten Sendungen gezogen wurden. Oh, ganz ehrlich, keins. Also ich habe so ein peinliches Geheimnis. Ich höre ganz wenig Musik. Wirklich. Also im Moment wohne ich bei meinem Bruder, der hat eine schöne Anlage. Das heißt, da höre ich CD und ich höre auch Platte. Aber ich hatte zum Beispiel in meiner letzten Wohnung hatte ich dann irgendwann keine ordentliche Musikanlage mehr und da habe ich einfach gar keine Musik gehört. Also ja, dann spiele ich Gitarre. Also quasi hast du eigentlich hauptsächlich deine eigene Musik? Ja, naja, ich spiele ja auch viele andere Sachen auf Gitarre. Also jetzt so bei Konzerten im Moment nicht, aber wenn ich ein Lied richtig geil finde, ist meine Reaktion erstens, es 50 Mal zu hören, da bin ich wirklich obsessiv und zweitens, es mir beizubringen. Das mache ich dann als erstes. Alle Lieder, die ich wirklich cool finde, kann ich auch irgendwann spielen. Also, naja, halt alle in der Musikrichtung. Jetzt die letzte, ja? Immer ein bisschen durch. Ja, ganz, ganz unten in die Hutspitze. Wenn es so zusammengefaltet ist, heißt es, gab es schon mal? Die gab es schon mal Fragen. Okay. Zerknüll dich gerade. Dann ganz fest zusammengefaltet. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau, so wie meine Gitarrenseiten. Stimmt, wir sollen noch ein Foto machen. Ja, ich habe nämlich blaue Seiten. Extra für die Session. Wo bekommt man denn blaue Seiten? In Krakau. Habe ich mir jetzt extra das letzte Mal, als ich da war, gekauft, weil es die da gerade gab. Nein. Welche Marke? Oh, keine Ahnung. Ich achte auf sowas nicht. Waren blau, musste ich haben. Nee, also ganz so naiv war es nicht. Mein Kumpel Phil hatte schwarze Saiten und die klangen sehr schön. Ich habe auf seiner Gitarre gespielt und die fühlten sich gut an und klangen schön und sahen halt auch cool aus. Und da dachte ich, ey, die muss ich haben. Und er hat mir den Laden gesagt und da bin ich hingegangen und habe gesagt, ich hätte gerne genau die schwarzen Saiten, die mein Freund Phil hat. Und er hat gesagt, schwarz haben wir gerade nicht da, aber blau. Aber klingen genauso. Und deshalb habe ich blau genommen. Also es gab blau und rosa und ich habe eine rote Gitarre und deshalb habe ich lieber blau genommen. Das nächste Lied heißt Dance With Me. Und das habe ich geschrieben, als ich aus Jena weggezogen bin. Als Abschiedslied für meine Freunde da. Mach mal lieber mit. Wenn man nicht weiß, wovon ich spreche, war es gerade ein schöner Satz. Mach's mit! Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Vielleicht können wir uns ja sponsoren lassen. Mhm. Für so einen Zweck gerne. Da mache ich gerne mit. Gib AIDS keine Chance. So. Dance with me. Thank you.
few girls in my time, but none can shine a light like you through the darkest night. So light candles pour the wine. We're gonna sing until the sun is rising. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Mm. I've left a few times in my life. It's never easy cause I'm always leaving someone behind. Oh, would you dance with me tonight? And it's the last time, so make it count, make it right. Oh, would you dance with me tonight? And it's the last time, so make it count, make it right. Oh, baby, dance with me tonight. And it's the last time, so make it count, make it right. Take my hand and help me up on the table. We're gonna dance until the monsters go away. We're gonna kiss and hug and be nice to strangers. We're gonna sing until there's nothing left to say. Wenn man jetzt quasi dich mal irgendwie live auftreten haben will, also als Veranstalter oder einfach mal so ein bisschen was von dir auch vielleicht käuflich erwerben will oder ein großer Produzent will dich mal produzieren, wie kann man dich dann da am besten erreichen? Meo fragen. Also alles über die Mespotin-Sessions. Genau, alles über die Mespotin-Sessions. Dann, ich werde jetzt ungern im Internet meine private E-Mail-Adresse verteilen. Hm. Ich bin auch gut versteckt nur bei Facebook. Weil ja, im Moment habe ich keine Band. Also wenn ich eine ordentliche Band habe und das richtig aufziehe, habe ich natürlich auch immer richtige Internetseiten und sowas. Hm. Habe ich im Moment nicht. Wenn mich jemand unbedingt erreichen will, dann über die Mespotin-Sessions und dann kann sich alles weitere klären. Wenn jetzt 50 E-Mails kommen, dann werde ich dann auch mal dich davon erlösen und eine E-Mail-Adresse von mir ins Netz stellen, aber das glaube ich ehrlich. Hast du keine E-Mail-Adresse extra für Booking? Hm. Nö, im Moment nicht. Also wenn ich eine Band habe, ja. Hm. Aber das ist alles neu. Das ist alles ganz neu. Ich weiß nicht so richtig, was ich tue hier im Moment. Also ich spiele jetzt am Samstag zufällig einen Gig. Das kam heute muss man zur Information sagen, ist Dienstag. Und ich fahre am Wochenende nach Krakau, einfach um mal wieder dahin zu fahren. Und mein Kumpel Phil spielt ein Konzert und hat mich angebettelt, dass ich Vorband für ihn mache, weil er meine eigenen Lieder so mag und mich so selten hört und hat mich jetzt tatsächlich überredet. Und so kommt es im Moment gerade zu mir. Also ich bin überhaupt nicht an dem Punkt, wo ich mich da selber drum kümmere oder selber da irgendwie nach was suche. So. Aber das wird hoffentlich kommen. Alles mit seiner Zeit. Noch letzte Worte an die Welt. Oh, danke fürs Zuhören. Immer wieder. Immer, immer wieder. Dann danke für das Interview und für die Aufnahmen, für die Songs. Und bis bald irgendwann mal. Bis bald.